2017 trafen sich mein Vater und ich zu einem Stadtspaziergang durch das historische Berlin. Unsere Tour führte uns vom Alexanderplatz über den Neptunbrunnen am Fernsehturm, dem Berliner Dom, über das Humboldt-Forum, dem im Wiederaufbau befindlichen Berliner Schloss bis zum Brandenburger Tor. Begonnen hat die Tour allerdings mit der Suche nach dem richtigen Ausgang aus der U-Bahn-Station. So, wo gehen wir lang? Oben raus, oder? Komm. Ja. Nee, ich würde sagen, das kennen wir noch von der Schottes Hotel. Also du hast recht gehabt, hier ist es Alexa, ist natürlich vollkommen falsch. Ist natürlich andersrum. Oder so. Ja, in die Richtung. Dann gehen wir mal da lang. Das ist neu gebaut hier. Das weiß ich, ja. Aber wenn man sich heute überlegt, der Alex ist natürlich auch eine Rumpelbude, ja, wenn man das jetzt hier schon so sieht. Aber die Gebäude sind doch älter, ne? Das eine ist doch, genau, und das eine ist das Berolinerhaus, ja. Und das andere ist das Alexanderhaus. Ja. Und ich weiß aber nicht. Hier war die Zentrale von der Sparkasse mal drin. Und das früher zu Ostzeiten, bevor die Galeria da ja bei hier waren. Ja, das weiß ich noch, da war ich noch ganz klein, ja. Ja, ja. Und ich weiß aber, jetzt ist das, da drüben ist das Alexanderhaus, müsste sein. Und das heißt Berolinerhaus. Nee, andersrum. Oder andersrum. Berolinerhaus, Alexanderhaus. Denn hier stand doch mal eine Figur, die Berolina. Ja. Das wurde doch abgerissen im Krieg dann. Ja, jetzt früher. Also vor dem Krieg. Ja, und die ist doch hingestellt worden, die stand wohl ursprünglich am Leipziger Platz. Ja, das weiß ich. Die ist doch zu irgendeinem italienischen König dahin gestellt worden, zum Besuch von italienischen König Umberto dem Ersten angeblich. Ja. Ja. Ja, das ist ja auch schon, aber die haben sie ja nie wieder aufgestellt. Ne? Und da schon. Drüben, in dem Haus, ist ja C&A. Ja. Und das war, habe ich gelesen, 1911 wohl schon die erste C&A-Filiale überhaupt in diesem Haus da drüben. Und die sind nach der Wende wieder eingezogen. Ja, das weiß ich. Ja, ja. Und das war schon damals so, ja. Dann gab es Warenhäuser hier, Warenhaus Tietz, weißt du was darüber? Nee. Tietz, Wertheim. Ja, ja, die waren ja hier gab's. Alle fast. Und noch eins, ja. Ja. Mhm. Und der Alexanderplatz, der wurde ja erst 1805 so benannt. Ja, wegen dem Besuch von den russischen Zaren. Genau. Und der ist, weswegen ist der überhaupt hierher gekommen? Naja, weiß ich. Die haben sich da gegenseitig immer besucht. Die waren auch alle verwandt miteinander. Ja, stimmt, ja. Über mehrere Generationen. Und ursprünglich hieß der Platz ja, hier waren ja überall Stadttore, und ursprünglich hieß der Platz ja wohl Platz vor dem Königstor. Aha. Und das Königstor muss wohl das alte Spitaltor gewesen sein, was in diese Richtung war, in östlicher Richtung. Ja. Und Platz vor dem Königstor deshalb, weil der König, weiß ich jetzt gar nicht, wie der hieß, mir aufgeschrieben. Aber ich habe ja zu Hause ein schönes Berlin-Buch, da steht das bestimmt was drüber drin. Ja, und zwar 1701, König Friedrich I. kam von der Krönung aus Königsberg zurück. Ja. Und seitdem hieß heißt es denn Königstor. Hieß es, und danach hieß dieser Platz auch so. Ja. Deswegen wurde der dann in Königsberg gekrönt, weißt du das? Ja, weil der hat sich ja selber gekrönt. Der wurde ja nicht ernannt vom Kaiser. Der war ja vorher Kurfürst. Ja. Aber der wollte ja gerne König sein. Und der hat sich ja auch selber gekrönt. Und da weiß ich nicht, wie das zusammenhängt. Jedenfalls ist er dann nach Königsberg. Und da hat er sich selber gekrönt. Okay, aber so, hätte er hier das nicht machen können? Oder? Nee, weiß ich nicht. Warum nicht? Wieso? Weshalb? Kriegt ihr doch politisch was zusammen. Okay. Friedrich I. war doch der Vater von das war doch der Soldatenkönig, ne? Nee, der hieß ja Friedrich Wilhelm. Genau, Friedrich Wilhelm. Und denn Friedrich der Große war der Sohn von Friedrich Wilhelm, dem Soldatenkönig. So war's, ne? Genau. Friedrich der Große war der Sohn vom Soldatenkönig, ja. Genau. Und der sich zum König gekrönt hat, das war ja der Sohn vom großen Kurfürst.
Jetzt haben wir die U-Bahn ja verlassen. Die U2 wurde ja, also da staune ich auch immer wieder, die U2 wurde ja 1913 eröffnet. Und die anderen Linien, die hier sind ja noch die U8 und die U5, die wurden ja 1930 schon eröffnet unter der Erde. Wenn man sich das überlegt, wir haben ja jetzt wie viele Etagen unter der Erde? Schon 3? Ja. Denn praktisch ebenerdig Straßenbahn, ja. Seit nach der Wende wieder, und dann nochmal S-Bahn vorne. Ne? Und der S-Bahnhof war doch früher der Stadtgraben, ne? Der wurde ja so zugeschüttet. Und dann wurde auf diesen oder Festungsgraben, auf diesem Festungsgraben die Stadtbahn gebaut. Ne? Ja. So war's. Ja, hier geht's zur U2 und U8. U5. Ja, U5 und U8, so rum, genau. Also über 3 Etagen. Die Eingänge waren ja zu Mauerzeiten ja viele auch zugeschüttet. Ne? Ja. Also der jetzt hier nicht. Aber vorne im Haus, glaube ich, auch, wo es direkt zur U8 geht, war ja auch. Ja, die eine war ja, die ist ja. Da sind wir ja nicht angekommen. Nee, U8 sind wir nicht angekommen. Nee. Genau. Und die Weltzeituhr, wurde die nicht auch 73 zu den Weltfestspielen eröffnet? Ja, oder ja. Gebaut? Ja, ja. Das ist ja hier, Buden gibt es hier auch mal, die stehen das ganze Jahr über. Ja, deswegen sage ich ja mehr Rumpelbudenplatz jetzt, ja. Also, was wird das hier sein? Den Schrotthaufen? Eingezäunt, damit man den Mist nicht sieht. Schön Denkmal. Wahrscheinlich, ja. Und angeblich soll das Hotel noch abgerissen werden, ne? Irgendwann mal. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, das lassen die, ja. Also das sollte mich wundern. Die wollen ja hier noch mehr Hochhäuser bauen. Und mich wundert sowieso, weil Berlin ist doch Sand gebaut. Wie sollen die Hochhäuser denn da hinstellen, ja? Das hält es überhaupt, ist das überhaupt vom Baugrund, aber der Fernsehturm ist ja auch ziemlich hoch, davon abgesehen. Aber hier ist ja, am Alex ist ja hier durch die U-Bahn und so, da ist ja hier praktisch voller Hohe, weißt du? Weil die ganzen Türen sind von der U-Bahn und genau, ja. Und da ist das alles nicht so einfach. Ich denke auch, Architektenwettbewerbe sind ja wohl ausgeschrieben, ja. Aber nicht. Hier waren irgendwo wohl die Königskolonnaden. Hast du darüber schon gehört? Die waren auch hier hinterm Bahnhof, kann das sein? Ja. Aber das wurde dann auch abgerissen oder zerstört, eins von beiden, ne? Ja, durch den Krieg zerstört und dann haben sie das doch abgerissen. Weil hier hinter der Brücke war ja auf der rechten Seite so ein Kleidungskaufhaus mal. Okay. Das haben sie dann da im Zuge der Umgestaltung hier, das alle Zentrum, haben sie das hier alles abgerissen. Und da ist das Geländer aus dem Treppengeländer im Keller. Das ist aus dem ehemaligen Bekleidungshaus. Und wo ist das jetzt? Das ist abgerissen, da steht das ist neu. Ach so, okay. Ja, und das Treppengeländer meine ich jetzt? Na, im Keller, bei uns zu Hause. Ach so, alles klar. Das hat der Ex-Mann bei Tiefbau, hat ja das, weiß ich, abgezweigt. Alles klar. Also, steht Stadtgeschichte bei dir im Haus. Da weiß ich noch, da weiß ich aber noch, wo ich hier immer im Staatsrat gearbeitet habe, bin ich damit hierher bis mit der S-Bahn gefahren. Ja. Da habe ich mir mal so von der Jahresprämie da, von der PGH, weil wir hier im Staatsrat, habe ich darüber gearbeitet dann. Und da habe ich mir mal hier so eine Anlage oder so eine Kutte geguckt, weißt du, damals. Die war 2-3 Nummern zu groß, aber ich wollte unbedingt das Ding haben. Okay. Und im Winter ist das ja nicht so schlimm, weil der dicken Pullover hat. Ja, klar. Hier in dem Bekleidungshaus am Alex. Alles klar. Und jetzt ist da vorne die Markthalle. Die Markthalle ist da auch schon über 100 Jahre. Ja, die gibt es aber ja nicht. Die gibt es nicht mehr. Okay. Wir können ja da mal lang gehen. Also ja, können wir machen, ja. Also, oder willst du hier lang gehen? Nee, ich wollte eigentlich, wir können dazu mal lang gehen und auch über Neptunbrunnen mal. Der muss doch auch hier hinterm Bahnhof sein. Ja, ja, ja. Was eigentlich nicht mehr zum Alexi hört. Ne? Die Richtung. Ja, genau, das machen wir mal. Und die Markthalle wurde doch übrigens, guck mal da oben, DDR-Museum. Ja. Aber da brauchen wir nicht hin, weil die hatten das Museum, da haben wir ja gewohnt, 30, 40, 50 Jahre. Da brauchen wir nicht rein. Ja, und die Markthalle, die wurde doch auch, soweit ich gelesen habe, ursprünglich gebaut, weil auf dem Platz, damals im 16., 17. Jahrhundert, da wurden ja hier auch, der Alexanderplatz war ja, bevor er so hieß, auch ein Marktplatz gewesen. Ja. Also Fleisch verkauft und was weiß ich, Rinder, Schweine oder so, wie es damals war. Und dann hatte man doch das irgendwie verboten, diesen Verkauf. Und da wurde die Markthalle deswegen doch geschaffen da hinten.
Aber ich dachte, die gibt es noch. Na ja, gut. Okay. Also das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die ist ja nicht mehr in Betrieb. Oder ich war schon lange nicht mehr da. Aber wir können ja hier mal... Ja, so machen wir es. Gehen wir mal da lang und gehen wir mal einfach zum Neptunbrunnen. The girls in Paris are special and unique. You see it in their eyes when they walk down the street. They sing a song my poor heart never can forget. This night I wish that I were still in Paris yet. Hear them singing. La 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 la. Girls in Paris wear sunshine on their face. They smile a Paris smile you'll find no other place. They sing a song my poor heart never can forget. I wish this night that I were still in Paris yet. Hear them singing. La 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 la. The girls in Paris fall in love just once a week. And love is all they know and love is all they speak. They sing a song my poor heart never can forget. This night I wish that I were still in Paris yet. Hear them singing. La 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 la. They keep singing. Weiß ich immer noch nicht, ist da lang gehen, da, lang. Da ist hinter ist doch der Neptunbrunnen, ja, oder? Das ist der Turm der Marienkirche. Ja, das weiß ich ja. Ha? Also der Neptunbrunnen steht ja praktisch theoretisch genau hier hinter so. Ja. In die Richtung. Die Türme von der Nikolaikirche, ne? Ja. Der Neptunbrunnen stand da aber früher mal vorm Schloss, ne? Auf der anderen Seite. Richtung, ist das die Spree hinten? Ja, ne? Ja. Die wollen aber gerne, dass er da wieder hinkommt. Ja. Sieht man eigentlich schon was vom Schloss? Ich war. Na, das ist da gerade zu. Okay, also das soll ja das neue Humboldt-Forum denn sein. Ja. Aber da streiten sich ja jetzt wieder drüber, was da reinkommen soll, ne? Ah, ja. Oder ob der Anspruch da dem gerecht wird, die Welt zu erklären oder sowas, war neulich im Radio. Also ja, jetzt am Wochenende erst. Also siehst du, das ist die Kuppel da, die ist im Ober fertig und diese Teil. Das bleibt so modern hier. Das ist das Vorderteil, ja. Das ist das Seitenteil zur Spree. Okay. Das ist ja das hier, die Fassade. Das bleibt so modern, weil früher, da kann ich dir Bilder zeigen, das ist der Anfang des vom Schloss gewesen. Aha. Da habe ich ein schönes Buch. Und das war ja über Jahrhunderte ist das ja entstanden, das Schloss, über 500 Jahre. Ja, ich weiß. Hat das gebaut. Mhm. Jeder hat da dran herumgebaut. Und die Fassade war ja aus dem Mittelalter und die Anfänge noch. Und deshalb konnte man das nicht so richtig rekonstruieren. Die anderen Seiten, die anderen drei Seiten, die waren ja einheitlich, die wurden ja dann im 18., 17., 19. Jahrhundert gebaut. Okay. Nachdem der sich zum König gekrönt hatte. Ja. Und Friedrich Wilhelm? Ja, Friedrich II. Hat ja nicht da drin groß gewohnt. Ne? Der hat ja mehr in Potsdam gewohnt. Ja. Erst fiel der Friedrich Wilhelm II., soweit ich weiß. Ne? Ja, und der. Ja, ja. Der Kaiser. Und der Kaiser, genau. Aber der Kaiser war ja später dann praktisch, ne? Naja, Wilhelm II., der deutsche Kaiser, der war ja der letzte Kaiser. Der musste ja dann abdanken 1918. Genau. Und vom Schloss hat ja auch, das war doch glaube ich zur selben Zeit, in 1918, dass
glaube, Scheidemann hatte vom Reichstag die Republik ausgerufen und Karl Liebknecht vom Schloss. Ja. Ne, das war doch eigentlich zur selben Zeit. Ja, ja. Aber Friedrich Wilhelm II. Hat ja wieder drin gewohnt. Ne, die Kaiser meist alle, ja. Ja. Aber Friedrich Wilhelm II. War ja nicht der Sohn vom großen Fritz, ne? Nee. Das war ja der Sohn von dem Bruder, ne? Ja. Ja, der Brunnen ist ja von Begas gemacht, ja, ne? Begas hat ja mehrere Denkmäler hier entworfen, ist, ne? An der Humboldt-Uni steht ja auch was von ihm. Mhm. Ja, und auf irgendeinem Friedhof steht was von ihm. Jedenfalls haben sie sich jetzt, war neulich irgendwie was in der Zeitung hier, aber man muss nicht immer alles für bare Münze nehmen. Da haben sie, weil ja die nackten Frauen hier mit ihren Brüsten, da haben sie die dann was zugehängt und alles so eine Kacke, wisst ihr so. Vom Brunnen? Ja, vom Brunnen hier, von den Frauen. Ja, das ist natürlich albern, wobei der Brunnen ja schon seit 1888 so existiert. Ja. Was ist jetzt eine Stufe? Ja, so und die vier an der Seite, die sollen die vier Flüsse und was darum gebaut, was darum existiert, ja wohl darstellen. Ne? Das ist ja wohl Rhein oder Weichsel und was war noch? Ja, die Donau. Ja. Die Rhein und die Elbe, nicht die Donau, ja, die Elbe, ja. Und hier vorne ist ja mit diesen Weintrauben, Weintraubenfischernetz ist wohl der Rhein. Genau, eine Seite ist die Weichsel, da sind Holzklötze und Wälder. Bei der Elbe sind wohl Ähren und Früchte, was da immer angebaut wird, also in dieser Gegend. Ja, ist echt, ja. Fische und Weintrauben. Ja, das ist wohl, soll Rhein. Den Rhein darstellen, genau. Und andere Seite müssen wir mal gucken. Das wusste ich auch nicht. Siehst du? Die war nicht wert. Wo hast du das her? Hab mich belesen. Wollt ja auch mal mit Wissen auftrumpfen, ja? Ach. Das ist jetzt hier Obst, ja? Und Korn. Das ist Obst und Äpfel sind drinnen, ne? Was ist noch? Äpfel und Korn. Äpfel und Korn. Ja. Genau. Äpfel und Korn, Ähren und Früchte, das ist die Elbe. Aha. Und hier andere Seite, das ist Ziege. Wer ist das? Jetzt muss ich gucken. Ziege und Fell ist die Oder. Ach, die Oder. Viehzucht, also. Und dann fehlt noch Ähren und Früchte. Ähren und Früchte hatten wir schon. Ja, die Weichse, Holzklötze und Wälder müsste das sein vorne. Ja. Das muss ich auch nicht. Das muss ich mir mal. Merken. So, und das ist das Weichsel hier, ne? Ja, Holz. Holz und ja, ist die Weichsel, genau. Weichsel ist ja in Tschechien. Ja, heute, ja. Aber damals gehört das ja zu Deutschland, ne? Wisst ihr noch, da drüben in der Straße hier bei Zeulenroda? Ja. Da unten die Ecke, ja. Da ist immer noch Nordsee, da früher war Gastmahl des Meeres. Ja, kenne ich. Ich habe Gastmahl des Meeres. Und auf der anderen Seite war es Palasthotel. Stimmt, aber das ist ja abgerissen worden. Das ist ja ist da überhaupt jetzt noch ein Hotel? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist aber jetzt hier auch da, wo in dem Treppenhaus so ein riesengroßes Aquarium ist und da kannst du durch das Treppenhaus, aber musst du auch Eintritt bezahlen. Okay. Und da schwimmen die Fische da so. Ah ja, das wusste ich gar nicht. Aber da Gastmahl des Meeres ist zur Nordsee geworden. Ja, ja. Ja, das ist natürlich die Billigalternative dazu. Die waren noch die ganzen ausländischen Pavillons, ja, ungarischer, ja. Und weiß ich noch, da drüben gab es einen polnischer. Tee. Da drüben drinnen gab es einen Teeladen. Ja. Da konnte man zu DDR-Zeiten auch guten Tee bekommen, aber auch natürlich sehr teuer für DDR-Verhältnisse. Aber trotzdem, die DDR-Läden, da staunte man damals, wo die Leute alles Geld hier haben, relativ voll, ja. Und dann war ja zum Schluss in den 90er Jahren, die Intershops waren ja auch relativ voll, ja. Also da gab es ja auch Leute, die dann irgendwie Westgeld hatten, ne. Ja. Also zur Markthalle gehen wir nicht mehr, ne, das ist Quatsch, jetzt sind wir schon so weit voran. Ach so, ja, da müssen wir wieder zurück. Ja, da müssen wir wieder zurück, lassen wir sein, oder? Ja. Gehen wir mal in die Richtung. Richtung Schloss. Richtung Schloss und irgendwo war die Bauakademie, ja, wo das ist. Ja, thank you.
Stein, du hast doch ihn gespendet fürs Schloss. Ja. Sieht man den Stein, da ist doch irgendwo eine Widmung dann auch. Die Namen stehen doch auch drin. Den habe ich jetzt, letztes Mal war ich ja auch wieder da. Ach. Da hatte ich eine Einladung. Ach nee. Ja, für Freitag und nur mit der Einladung. Und, die Sonntag war ein Tag der offenen Tür. Ja, bist du hin? Ja, ja. Traute mit oder? Nee, alleine war. Oh je. Wollte nicht. Okay. Schade. Und da war ist auch ein Teil der Fassade ist jetzt schon richtig fertig, aber nur ein kleiner Teil. Ja. Da kannst du dann mal, können wir uns angucken, wie das aussieht. Okay, ja, machen wir mal. Schauen wir mal rein. Jetzt mal hier rüber. So sieht's aus. Sicherheitsschutzweg. Ja. Kommt man eigentlich in die Marienkirche rein oder nicht unbedingt? Ich glaube ja. Also, da müssen wir aber nicht rein. Kirchen mal, sind Kirche ja auch offen. Ist offen, Tatsache, ja. Kirchen sehen ja auch ziemlich ähnlich aus. Aber evangelisch, ne? Protestantisch. Ja. Der olle Luther steht ja da. Wer? Luther. Tatsache, steht der schon immer da? Ja, nee, der stand ja an der Seite, wo die Leute stehen da. Der gelbe Dings da ist. Aha. Was ist das, ein Wagen oder was? Plakat? Da war er. Stand da. So, grün. Grün, also los. Und dann Linden wurde doch früher als Sichtachse zum Schloss gebaut, ne? Genau. Die Straße, ja? Ja. Jetzt ist doch eine Seite, habe ich gelesen, eine Seite nannte sich früher Friedrichstadt, eine Seite Dorotheenstadt. Ja. Welche Seite ist denn welche eigentlich? Dorotheenstadt ist rechts hier. Okay, weil das wurde doch nach der Frau, ich weiß gar nicht, wer das war. Ja. Die Frau hatte doch die Grundstücke verkauft von Friedrich dem Ersten oder weiß ich nicht, Friedrich Wilhelm dem Ersten, keine Ahnung. Und dann wurde doch das, und die hieß doch Dorothea, und nach der wurde doch das benannt, ne? Ja. Guck mal, da ist Hotel. Ja, Reddison ist es jetzt, ja. Okay, aber das war ja früher alles eins. Ja, man sieht schon das Schloss. Da vorne, nee, das ist nicht das Schloss. Das Schloss ist hier vorne. Da vorne, was ist denn das vorne? Das ist doch der... Geradezu? Ja, geradezu. Hinter dem... Das ist doch, da ist doch die... die Zeitung drin. So ein Verlag, so ein Konzern. Ach so. Und das ist das Kommandantenhaus. Also. Kommandantenhaus? Ja. Okay. Das ist aber auch wieder aufgebaut worden. Ich glaube, irgendeine Stiftung oder was. Da sind auch Events und sowas. Da ist eine Dachgarten und so. Ach Gott. Und wenn du Lust hast, ja. Guck mal da ganz oben. Da ist da unten der Engel mit der Posaune. Ja, sehe ich. Da unten an der Balustrade steht ein Mensch da oben. Da bis dahin können wir hoch. Ja, da können wir das mal machen. Ja, können wir machen. Von mir aus können wir machen. Da ist eine gute Aussicht mal, ja. War ich noch nie oben. Ich auch nicht. In dem Dom liest doch auch, der hast du davon gehört, der, der Ben Becker, diese Judas-Geschichte. Ach, hast du davon schon gehört? Der annonziert doch, wird doch annonciert in der Zeitung immer, glaube ich. Wir waren da mal hier zum Jedermann. Jedermann? Wurde es hier aufgeführt? Immer, jedes Jahr. Ach, das ist ja wie bei den Salzburger Festspielen. Das kommt doch auch, wird es jedes Jahr aufgeführt. Ja, aber immer mit anderen Schauspielern. Die Grothun. Brigitte Grothun. Die hat immer Regie geführt. Aber ich weiß nicht, ob sie das jetzt immer noch macht. Die muss ja schon bald 80 sein. Ja, denke ich auch. Und jedes Jahr mit anderen Schauspielern. Und wo wir damals waren, da hat der Schwule, die Olle Mary, die hat den Jedermann gespielt. Ach. Mit Sabrina und Traute. Du hast mir gar nicht erzählt. Wusste ich gar nicht. Das ist schon 10 Jahre her, glaube ich. Was du ja alles machst. Also ihr macht ja doch mehr. Ich weiß überhaupt gar nichts. Also guck, die Fassade hier, die bleibt so, wie sie jetzt ist. Also die ist ja schon, das ist eigentlich relativ schnell fortgeschritten, ne? Ja, und wir sind immer im Plan. Und deine Kosten auch. Guck mal, und das ist das Stück, was schon fertig ist. Wahnsinn. Also das habe ich ja noch gar nicht so gesehen. War das vor einem Jahr auch schon so? Nee. Das ist jetzt erst, dass das Gerüst weg ist und so, das ist jetzt erst, das war früher alles so Beton, so wie das hier. Und das wurde ja noch so in dem Mauerwerk davor gesetzt. Aus mit Klinker. Ja, und also als Verkleidung. Und die ganze, damit das halt hat hier, die ganze Verzierung und so. Das ist so tief über dem Mauerwerk. Wahnsinn. Fast ein halber Meter oder wie das war. Aber ich habe die ganzen Kataloge, kann ich dir alles so zu Hause zeigen.
Und das ist die Humboldt-Box, heißt ja, die? Ja, die existiert ja schon eine Weile. Da können wir hochgehen, da ist ein Kaffee drin, wenn du Lust hast oder wenn du willst. Entweder hier oder da. Ja, also Dom wäre auf jeden Fall interessant, aber wir können nochmal in die Humboldt-Box, ne? Ja. Ja, eine gute Sache. Ja, die Fassade, wird jetzt nur das Teilstück so rekonstruiert oder die anderen? Nee, oder alles. Also, das ist an der Ecke hier. Also gut, diese ganze Seite. Nee, alle drei Seiten. Ah, okay. Und die Kuppel auch, die ist aber zusätzlich dazugekommen. Aber die Kuppel, ist die denn so, wie es früher mal war? Sollte werden. Okay. Und da haben sich ja auch drüber gestritten, weil da früher ein Kreuzhof war. Aha. Und das bedeutet aber, wenn Kreuzhof ist, dass es eine Kirche ist. Ja. Und die, da ist aber keine Kirche, aber früher war unter der Kuppel die Kirche. Ja. Das Deutsche sagt die Schlosskirche. Ich glaube, da war doch Kaiser Wilhelm auch nicht gerade erbaut, als der Reichstag gebaut wurde, weil der Reichstag war doch die Kuppel höher als die vom Schloss. Naja. Und darüber hatte sich doch der Kaiser ziemlich aufgeregt, ja, sag ich mal. Und dann. Aber wir können jetzt ja nicht, kannst ja nicht die Fassade sehen. Nee, oder jetzt nicht, ja. Durch Tor durch, aber da weiß ich nicht, ob da. Aber da kommst du ja nicht rein. Was ist drüben? Auf der anderen Seite, das gehört ja schon zur Museumsinsel, das ist. Das ist die alte Nationalgalerie. Ja, das ist das alte Museum. Okay, und das alte Museum, das war doch damals im 19. Jahrhundert, war es als erstes gebaut. Ja, ne? So ja, war das. Genau. Das war das erste, genau, was fertig war. Ja? Und das neue Museum sollte doch zu DDR-Zeiten etwa gar nicht wieder aufgebaut werden. Das war doch. Ja, das war, ne? Ruine. War Ruine, ne? Nach der Wende, ne? Ja. Ja? Aber der Dom wurde ja zu DDR-Zeiten schon rekonstruiert. Ja, ja, der hier. Ja. Haben sie sich Mühe hier, was zu machen. Ja. Also angeblich sind sie im Zeit- und Kostenplan hier mit dem Schloss. Ah ja, besser als der Flughafen. Rekonstruktion. Und die ganze Fassade hier, die Barockfassade, ist alles nur durch Spenden, weißt du ja. Ja, das weiß ich ja. Ja, aber wo sieht man jetzt den Stein? Ja, kann man ja nicht sehen, wir kommen ja nicht ran. Aber du hast schon gesehen, oder? Ja. Und kannst du beschreiben, wo es ungefähr ist? Ja. An dem Tor. Und drüber an dem Tor hier. Warte mal. Aber es war dir doch auch eine Herzensangelegenheit, glaube ich, da was zu geben, ne? Weil wenn man überlegt, hier stand vor ein paar Jahren noch der Palast der Republik. Aber hier kommst du ja nicht durch. Nee, hier kommst du nicht durch. Ne? Ja, deswegen haben sie es ja auch damals wahrscheinlich auf Einladung gemacht, ja, alles. Hallo. Moin. Nee, kommt man nicht. Nee. Nur wenn Tag der offenen Tür. Okay. Und die Fassade, die kann man ja auch nicht sehen durch den Bauzaun. Das Stück, was fertig ist. Man kann in die fünfte fahren. Ach so, hier auch, in der Box. Ja. Dann machen wir das mal. Oder wir gehen mal rüber zum Dom. Wollen wir hoch? Wollen wir hoch, genau. Also, gehen wir mal hoch. Ein Treppenstein. Ja. Oh, das Schönste ist da oben im Dachgarten, gell? Ja. Also ich bin hier nie drin, warst du schon öfter hier? Ja, eben mal. Du praktisch. Wie? Hier? Ja. Ja. Wir können ja mal vorne gucken, da die. Das ist ganz toll. Nur mal einmal rum. Das heißt, du gehst jetzt hier zurück. Da sieht man jetzt schon einen Teil von der Fassade. Ja, ja. Und da die kompletten Gestaltung. Ne? Was machen die eigentlich mit dem Portal, was damals im. Der bleibt da, im Staatsratsgebäude. Ja, im Staatsratsgebäude. Ja. Genau. So, hier kannst du das sehen, hier durch dieses hintere Teil hier. Siehst du, wie verbaut das ist? Ja.
Weil sie ja da, das waren die Anfänge vom Schloss hier. Ja, das war ja Mittelalter schon. Mittelalter. Mhm. Und das ist jetzt eben glatt. Ja. Eine Spreelung. Die anderen Teile hatte man ja erst später gemacht, ja. Ja. Diese. So, und hier? Ja. Das ist das hier an der Rathausstraße hier, weißt du? Ja, genau, da drüben ist ja der. Das ist ja hier der Marstall. Mhm. Ach, das ist der Marstall. Ja. Und ich dachte mal, der Marstall wäre auf der anderen Seite. Nee. Doch. Okay. Willst du von hier kicken? Ja. Die wegen der Fassade. Ja, okay. Und das Eckrondell, das sollte auch erst nicht gebaut werden hier, das Eckrondell. Ja. Und das haben sie aber ja dort auch gebaut. Okay. Bitte hier. Und die Tore hier, weiß ich jetzt nicht, welche die Nummer, haben wir alle eine Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder was? Weißt du? Ja. Und hier ist der. Das? Ja, da soll jetzt die Wippe hin. Ach, da soll die Wippe hin? Das ist ja, die. Da streiten sich ja auch um die Wippe. Ja, aber guck mal, hier ist der Boden. Ich dachte immer, der stand da, aber der steht ja hier. Okay. Und das ist ja historisch. Weißt du? Ja. Das ist praktisch hier die breite Straße hier, wo das Staatsratsgebäude ist. Das hier. Ja. Hier, das hier. Ist ja hier der Marstall und dann kommt die Straße und das hier ist das Staatsratsgebäude. Okay. Das Staatsratsgebäude bleibt aber so, wie es ist. Ja. Guck mal, und da ist die, das ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal hier für den Wilhelm I., der nach 1870, 71, nach dem Deutsch-Französischen Krieg, haben sie da ein Denkmal gebaut. Hier. Ja. Auf dem Ross fährt und. Und die Kolonnaden und das ist alles weg. Und da soll die Wippe hin. Jetzt. Da ist bloß noch das Fundament. Okay, wir hatten ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal eigentlich gemacht. Der Wilhelm II. Genau, aber wer hat das entworfen? Schinkel, oder? Das weiß ich nicht. Der Schinkel nicht, der war ja schon tot. Ja, Schinkel war schon tot. Ja. Und da ist die Bauakademie, das da. Ja. Ah ja, und da können wir auch nochmal hin nachher. Ja. Genau. Und die soll ja auch wieder entstehen, ne? Ja. Die Bauakademie hat ja Schinkel entworfen. Ja. Und der hat ja dann später auch drin gewohnt, beziehungsweise hatte man seiner Frau ja auch dann noch nach seinem Tod eine Wohnung hinterlassen. Die hat er dann auch noch da drin gewohnt. Und dann war ja auch noch ein Museum da drin, ne? Soweit ich weiß. Genau, und die ist ja jetzt innen abgestützt. Ja, weil guck mal, aber da war früher schon so dicht gebaut. Tatsächlich. Ja. Und das war ja jetzt derzeit, hier, guck mal, hier stand doch denn das alle Außenministerium. Ja, das haben sie abgerissen. Ja, aber das war früher schon so eng gebaut. Und jetzt regen sich alle auf durch die, aber wegen der Tiefgaragen. Ja. Das war ja früher ja keine Tiefgaragen. Nee. Und dadurch sind die Risse entstanden. Durch die Tiefgaragen, genau. Und das sind teure Eigentumswohnungen und nur haben sie sich darüber, naja, wisst ihr, wie das immer so ist, meckern über alle drum, dass das nur nicht richtig war, dass sie die so eng bebauen. Ja, aber Kirche damals war es schon so, ja, stimmt. Damals war es genauso. Mhm. Und das ist ja das Denkmal, das sehe ich jetzt erst, weil ich das so ein bisschen erkenne, was vom Schloss Charlottenburg steht, mit den großen Kurfürsten. Mhm. Das stand früher hier auf der, wie ist die sogenannte Rathausbrücke. Die geht ja weiter zum Roten Rathaus. Mhm. Die U-Bahn wird doch da jetzt gebaut, da drunter, ja, ne? Kann das sein? Ja? Das ist das alte Museum und das ist das neue Museum. Da. Genau, und da soll doch jetzt auch so ein Gang entstehen, dass man vom neuen Museum oder vom Eingang überall reingang. Ja, ne? Das hat doch unterirdisch, genau. Ja, können wir mitnehmen, ja. Mal hier reintun ins. So sieht die Kuppel dann aus, wenn sie mal fertig ist. Also doch fast so wie früher, denke ich mal. Wie früher, auch mit den acht, mit dieser Balustrade dort und ja, mit diesen acht Ecken. Ja, ne? Ja, das ja. War ja damals schon mit diesen acht, ja. Ich glaube acht Ecken waren es. Ja, ne? Ja. Wann soll es eigentlich fertig sein? 19. 19, okay. Der Mann hat ja geschrieben. In den Katalogen, die ich habe, dass wenn nächste Generationen wieder Geld haben, dass man dann vielleicht daran geht, einige historische Räume des Schlosses wieder herzustellen. Okay. Aber das kann ja noch 100 Jahre dauern, aber ich habe schon verfault. Saal und das ist ja sehenswert eigentlich. Hast du denn noch Bücher, wie es früher aussah? Ja, ein paar.
da sind ein paar habe ich. Ja, die Museumsinsel geht doch auch auf Planung zurück von alten Fritz noch, ne? Ja. Und dann wurde aber erst später verwirklicht. Kann das sein? Vom Friedrich Wilhelm II., ne? Ich weiß nicht. Guck mal, wenn du jetzt hier guckst, diese auf der rechten Seite neben dem alten Museum links da. Ja. Das mit den hohen Säulen da. Mhm. Das ist der neue Eingangsbereich für die Museumsinsel. Ja, sehe, ja. Da mit 5 Jahren Verspätung. Weil sie wussten ja ganz genau, dass das hier am Wasser erstmal in so eine Moorlinse hat man, sagt man dazu. Das haben sie aber doch gewusst, weil sie ja schon, war schon immer schwieriger Baugrund hier. Mhm. Da mit jahrelangen Verspätungen haben sie, die eine Firma ist dann pleite, ja nach 2 Jahren, da musste wieder von vorne anfangen und so. Das Ding zu bauen, das ist auch von den Chesterfield, oder wie heißt der Architekt? Ja, Chester, irgendwie, ja. Also geplant, ne? Mindestens 5 Jahre Verspätung und 3-mal so teuer und alles so ein Schwachsinn. Und das ist der neue Eingangsbereich mit Garderobe, mit Shop und alle drum und dran. Ja. Und von da aus kannst du in alle Museen. So ist es geplant. Ja. Aber unterirdisch. Mhm. Ja, aber was sind das alles für Architekten? Wie kann man denn das 3-mal so teuer und alles? Was sind denn das alles für Künstler? Also mich wundert das auch, ja. Studierte Leute und zu blöde dazu. Ja, das ist ja allgemein so, ja. Mich wundert das. Dass der Baugrund schwierig ist, das wussten sie auch schon seit 200 Jahren. Das ist richtig, sieht man ja an der Staatsoper. Ja. Ne, das muss ja auch gestützt werden nochmal, oder? Das war ja auch wohl Grundwasser. Grundwasser, ja. Ja. Hier haben sie ja, wo sie das Schloss gebaut haben, haben sie ja hier unheimlich viele Eichenpfähle von dem alten Fundament rausgezogen. Ja. Und die haben sie dann versteigert. Damals hier vor drei, vier, fünf Jahren, wo sie angefangen haben hier. Haben sie einen Haufen, die hätten wir gekriegt für. Mhm. Und die waren noch gut erhalten. Okay. Ach, da drüben steht ja, jetzt sehe ich das erstmal, der Brunnen vor diese Granitschale. Ja. Das sehe ich jetzt erst. Ich habe mich immer gefragt, wo der steht. Die aus den Rauener Bergen, aus einem Stück ist die. Ja, ich weiß, ja, aus einem Stück. Und das wurde auch gemalt. Das hängt doch das Bild, glaube ich, in der alten Nationalgalerie. Hummel hat doch das Ding gemalt. Und ja, das sieht auf dem Bild doch aus wie ein Foto. Also das hätte man gar nicht anders oder besser malen können. Ja. Ja. Da sind überhaupt, finde ich, ja Bilder drin, die... Ja, Hummel hat ja nicht so viel, aber einige Sachen sind... Total sehenswert, ja. Impressionisten nicht nur, sondern auch so Spitzweg und sowas, ne? Spitzweg hat ja nur kleine Bilder gemalt, aber man muss mal genau hingucken, wie die Gesichter dargestellt sind. Also der Dom ist ja auch ganz schön. Ich war mal da drinnen zu Ostzeiten, noch zu DDR-Zeiten, weiß ich nicht, in den 70er Jahren oder? Da sind noch drinnen Tauben umhergeflogen. Im Dom. Im Dom. Mhm. Ja, können wir hier mal gucken. Da kannst du da mal die Fassade sehen. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ist das, Messerschmidt Stiftung? Nicht, die heißt irgendwie anders. Ich weiß es nicht. So eine mit Medien irgendwas. Siehst du, und da oben ist dann eine Lounge, da machen wir eine Veranstaltung. Ja, ich sehe schon, ja. Das ist neue aufgebaut als letzte. Ja. Ich sehe das schon. Ich dachte, das steht schon älter da. Hier führt doch irgendwo auch ein alter Straßenbahntunnel unten durch, ne? Ja. Wo ist denn der? Das wollte doch auch. An der zwischen Staatsoper und Prinzessinpalais. Okay. Da bin ich selber noch durchgefahren. Mit der Straßenbahn? Ja, in den 50er oder 60er Jahre oder was. Als Kind. Das Handelszentrum steht immer noch, das internationale. Und man kommt von der Straße, das haben sie ja davor zugebaut in der Friedrichstraße, kommt man ja nicht mehr, also man sieht es nicht mehr von Beginn an. Ne? Siehst du das, guck mal hier, das ist der ehemaligen, das heißt ja jetzt Deutsches Historisches Museum, der Innenhof, da haben sie so ein Glasdach drüber gemacht. Und da war neulich eine Veranstaltung gewesen mit Prominenz, höchste Prominenz, und die haben alle nur gewählt. Denen ist das Wasser erlaufen, wie wir wissen. Da drinnen, ja. 30 Grad. Aber Thomas, jetzt guck mal,
in der Mitte hinter dem Kran, da siehst du Brandenburger Tor, siehst du ja. Ja, Brandenburger Tor sehe ich. Und dem Kran, hinter dem Kran ist die Siegessäule. Ja, die sieht man ja kaum, ja. Naja, aber das ist ja ungefähr, nicht weiter wie vom Alex bis zum Brandenburger Tor, ist das immer nicht. Na, da können wir ja vielleicht hinlaufen, wie wir denn in Laune sind, ja. Hier. Okay, dann gehen wir mal. Ja. Mal, hier kannst du auch schon sehen, aber jetzt noch das Gerüst vor. Guck mal, da siehst du die Klinker. Ja. Klinkermauerwerk. Ja. Und da ist die. Und das wird dann abgeputzt, so wie da. Ja. Das Mauerwerk. Ja, und sieht man denn hinten, jetzt nochmal zum Spendenstein? Da sieht man das? Das sieht man nicht dann mehr, oder? Nee, der ist ja unten. Ach, der ist unten, aber man kann jetzt nicht erkennen. An dem Eingangsportal, aber ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Portal ist oder an dem nächsten. Okay. Entweder an dem oder an dem. Aber man könnte es nicht rausfinden. Natürlich, den siehst du ja. Den sieht man, okay, ja. Alles klar. Und die Daten auch. Ah, okay, das ist sehr schön. Aber von hier oben siehst du nichts. Naja, klar, von hier sieht man nichts. Man kommt ja sowieso nicht ran. Also man müsste noch mal hergehen, wenn es fertig ist. Das auf jeden Fall. Alles klar. Also ich habe den auch fotografiert. Das ist ja unten schon wieder ein Gerüst dran, ein Stück. Aber so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Aber schön, es wird schön, ne? Ja. Denke ich auch. Ja, das hätte passt doch hierher. Passt hierher. Die Leute, die haben sich das Maul zerrissen. Und jetzt hätten sie lieber Wohnungen für bauen sollen. Und. Ja, wieder und die Diskussion. Und dies und jenes und alles. Ja, aber das Schloss stand mal hier und das ist ja die historische Ecke Berlins auch, ne? Ja. Und meine Alternative wäre ja auch vielleicht noch, dass hier der Palast der Republik wäre stehen geblieben. Ja. Ja, aber was sollte man mit dem Palast der Republik denn noch? Zumal ja die... Das imposanteste Fassade ist die praktisch hier um der Ecke. Die mit den Säulen, mit dem Eosander-Portal. Kann man da schon was sehen oder auch noch Gerüst? Nee, ist alles noch voll. Okay. Alles noch Gerüst. Na, dann gehen wir mal. Ja, wir können ja da immer vielleicht um der Ecke. Um der Ecke werfen, ja. Das ist die Friedrichswerderische Kirche. Ja, genau. Ja, das sieht man. Gehen wir mal hier rüber. Ja. So, hier wieder raus. So, die Häuser sind neu und da stand das Außenministerium. Da stand das Außenministerium, ja. Ja, und das ist Neubau, das hier, siehst du, das ist ja schon fertig und da bauen sie auch schon wieder hin. Ja, Wahnsinn. Und so dicht an der Kirche. Das wusste ich, ich habe mich immer überlegt, wo steht und die? Und daneben, das ist ja hier, das ist die Bauakademie. Das ist ja das genau, Hotel da sehe ich, genau. Da gehen wir auch noch hin, jetzt gleich. Das ist die Plane. Und aber ein Stück auf einer Ecke ist richtig schon die Mauer. Ah, interessant. Das war schon vor 5 Jahren, haben sie das schon gemacht. Ah, okay. Zur Ansicht so. Weil sie immer wollten, dass das aufgebaut wird. Na, gehen wir da noch schauen dann. Müssen wir da drüben machen. Ja, gehen wir da. Genau, machen wir mal. Aber erst auf den Dom. Erst auf den Dom. Hinause machen wir. Julius, ach Julius. Ich hatte so viel Durst. Nun sitz ich hier und trink dein Bier und ess dazu ne Wurst. Ich seh schon blaue Blümelein und kleine Veilchen blühen. Da schenkst du mir noch einmal ein und schwärmst dann von Berlin. Sehen Sie mal, wer hier schon alles vorbeikam. Sehen Sie mal, wen wir schon alles sahen. Osten, Westen, Süden, Norden, Kings mit Anhang, Kings mit Orden, Kaiser, Zar und Schar und Queen, jeder einmal in Berlin. Kaiser, Zar und Schar und Queen, jeder einmal in Berlin. Julius, ach Julius, du bist ein Phänomen. Ich sitze hier und trink dein Bier und möchte nicht mehr gehen. Wenn einer kommt und dein Berlin mit anderen Towns vergleicht, dann siehst du rot und gelb und grün und sagst ihm, sieh, das reicht. Sehen Sie mal, wer hier schon alles vorbeikam. Sehen Sie mal, wen wir schon alles sahen. Schwarze, gelbe, braune Rassen, die sich hier entwickeln lassen, sagen, wenn sie weiterziehen, jeder einmal in Berlin. Sagen, wenn sie weiterziehen, jeder einmal in Berlin.
schlimmer Rand. Ich sitze hier und trink dein Bier und du hältst meine Hand. Der Mond, der ist ganz rund und rot, so sah den Mond ich nie. Und du servierst die Wurst mit Brot und deiner Theorie. Sehen Sie mal, wer hier schon alles vorbeikam. Sehen Sie mal, wenn wir schon alles sahen. Helden hatten wir in Fülle, teils mit Bart und teils mit Brille. Alle, alle sind uns grün, jeder einmal in Berlin. Alle, alle sind uns grün, jeder einmal in Berlin. Ja, wo kommt man rein beim Dom? Ja, da vielleicht, ja, genau. Du, die Straße hier war doch mal ein Reitweg früher im 16. Jahrhundert, ne? Die haben doch, da hat sich doch dieser Kurfürst hier ärgert, dass sich immer diese Schweine hier durchgetrieben wurden und das alles so gestaubt hat. Das hat er doch dann verboten, soweit ich informiert bin. Also hochgehen müssen wir sowieso. Ja, hochgehen müssen wir, ja. Mal rein, mal sehen. Oh, hier gibt es sogar Einweiser. Uiuiui. Ui. Besichtigung 7 Euro. Machen wir, ne? Auf jeden Fall. Ja, eine Eintrittskarte brauche ich Ihnen zur Kosten. Audio-Guide. Ja, wir gehen jetzt mal rein. Müssen wir mal hoch, oder? Besichtigung. Komm, machen wir. Ja. Nur auf dem Turm oder auch im Dom? Nö, wir können mal gucken, wie es hier funktioniert. Wir fragen einfach mal. Hallo, guten Tag. Wir wollten eigentlich ganz hoch. Okay, dürft ihr. Okay. Kommt da ein Ticket und dann... Alles klar, dann kaufen wir ein Ticket, genau. Ja, zweimal regulär? Ja. Dann sind es 14 Euro. Alles klar. Ja. Also doch. Also, so machen wir es. Das beinhaltet jetzt alles, ja? Genau. Ah. Fast alles, was man sich vorstellt. Also hier im Dom, ja. Mit Gruft und genau, alles mit drin. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß. Dankeschön, bitte, ja. Okay. Hallo. Viel Danke. Spaß. Dankeschön. Guten Tag. Jetzt geht's. Hallo, wir gehen einfach. Viel Spaß. Dankeschön. So. Jetzt ist erstaunlich hell. Nee, durch die Kuppel kommt doch allerhand Licht rein. Ja, ja, muss man ganz klar sagen. Warst du die DDR-Zeiten denn auch schon mit den Bildern alles? Nee, das haben sie erst alle neu gemacht. War das nach der Wende? Ja. Okay. Da hinten hier was? Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Da hinten die dran. Und dann haben sie die Mosaiken, das sind da oben Mosaiken, ja, die Bilder, ne? Ja. Die haben sie dann neu gemacht. Halt. Da hängt das Gerüst oben dran, ich weiß nicht, wie die da oben das Gerüst, das und hängt. Und das hängt nicht, also das war nicht fest unten, okay? Nee, das hängt in der Luft da dran, ich weiß nicht wie. Toll. Ja, ich glaube, da drüben ist ein Pfeil, den können wir ja, einmal, einmal so rum, oder? Das war so. Genau, und dann gehen wir da rum. Hier hinten ist die Kaiserloge. Und da, wie kennst du das? Ich glaube, unter dem großen Kurfürst wurde doch die Straße auch angelegt, unter Linden, so war das. Ja. Und, Und den seiner Frau hieß Charlotte. Ja. Und deshalb heißt es den Charlottenburg, weil er ihr das Kloster geschenkt hatte. Weißt du? Ah, okay. Vom einen Kurfürsten hieß doch die Frau auch Dorothea, ne? Ja. Ja, hier ist sie ja, Kurfürstin, ja. Dorothea. Zweite Gemahlin des großen, ja, Kurfürsten. Ja, die erste, also ist gestorben. Die nächste, die erste Charlotte, ja. Die zweite war Dorothea. Ja, genau. Und nach ihr wurde die Dorotheenstadt benannt. Mhm. Weil die hat er doch die Grundstücke verkauft. Ja, Vegas. Ja, geschaffen von Vegas, der den Brunnen geschaffen hat, ja. Der hat ja auch ein Denkmal von der Humboldt-Uni, hat er auch geschaffen. Und da steht noch
auf irgendeinem Friedhof in Reinickendorf steht auch eine Figur, was von ihm geschaffen wurde. Also Vegas begegnet man in Berlin wohl öfter, wenn man es weiß. Ja. Das ist einer von den drei. Hast du schon mal was gehört vom Drei-Kaiser, ja? Nee, noch nie. Da ist der, der das Deutsche Reich gegründet hat, der Zweite, nach dem Deutsch-Französischen Krieg, war der Kaiser Wilhelm der Erste. Mhm. Und der ist, dann ist der gestorben 1888. Und das, weiß ich nicht, wer das, wie die Verhältnisse waren, ob das der Sohn war, aber der war schon krank. Der hat dann den Thron bestiegen, aber der hat bloß noch ein Vierteljahr gelebt als Kaiser. Okay. Und dann ist der hochgestorben in dem gleichen Jahr, 1888. Und dann kam der Wilhelm ran, Kaiser Wilhelm II. Ja. Und der hat von 1888 regiert bis 1918. Mhm. Wer liegt denn unten in der Gruft noch? Na, die ganz Alten und Frauen. Und also die da so von vor 1600 ja, noch? Ja, so ungefähr 1400 oder danach. Okay. Weil wo liegen denn eigentlich, der alte Fritz liegt doch heute in Potsdam. Da vorne, ja. Da. Der alte Kaiserloge. Der alte Fritz in Potsdam begraben, ne? Ja. Aber der wurde doch seinerzeit, wo er gestorben ist, es war ja sein Wunsch wohl, neben den Hunden begraben zu sein, hat der Sohn war es ja nicht, Friedrich Wilhelm II., aber der hat es doch dann nicht so gemacht, wie er das wollte. Nee. Der wurde doch dann in der Garnisonskirche in Potsdam begraben. Ja. Und hat doch eine Zeit lang auch bis nach der Wende noch in der Hohenzollernburg in Hechingen. Da war ich ja mal gewesen. Ja, da haben wir den Sarg ja noch gesehen. Ja? Wo er das erste Jahr in Bayern war, 1990, da war das noch. Ja. Denn auf dem Rücken liegen da oben. Nee, da eher weniger. Die Mosaike dazu. Das sind ja. An die da ranzubringen, ist ja Wahnsinn. Ja. Nee, kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. Ja. Nee, gehen wir mal. Ja. Wahrscheinlich kommt jetzt der Eis warm. Da spielt den ein ganz schön. Hier mal da lang. Schön. Meinst du, spielt jemand oder ist automatisch? Nee. Wahrscheinlich, ja. Ja. Na ja, hat was. Hier ist der Sarg von König Friedrich I. Erster preußischer König. Ja. Das ist ein Prunksarg, wa? Ja, war echt. Ja. Für den Sarg möchte ich ja nicht die Friedhofsgebühren wissen. Das ist ja Sarg für die zweite Gemeinde. Sophie Charlotte. Ja. Und runter. Krypta. Krypta, dann gehen wir runter und dann gehen wir hoch, oder? So machen wir es. Genau. Ja, steht da dran. Und Zollernhof gehen wir jetzt runter, ne? Auf der Hohenzollern. Ja, dann hat er jetzt ein Schwert 45. Ja. Boah, das ist ja riesengroß. Ja. Warst du schon mal hier? Ja. Wahnsinn, das ist ja riesig. War das zu DDR-Zeiten der Geber hier? Das weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht erinnern. Genau. Ich glaube nicht. Also, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Das ist aber schon weit nicht. Ach, da steht's ja.
1876, aber Polen gibt es gar nicht. Nee, das war ja mal weg von der Landkarte. Aber Polen wurde offiziell zwischen Russland und Preußen. Aber da war ja Friedrich der Zweite, ne? Zu dieser Zeit. Der war nee, 1876 war, der war ja 100 Jahre früher. Ja. 1876 war ja schon der Kaiser, ne? Ja, ja, ja. Ja? Seit 1871. Also der westliche Polen, denn auch was da übrig war, durch Österreich-Ungarn noch. Ja, und hier ist Prag, Tschechoslowakei gab es ja auch nicht. Nee, das war ja alles war Österreich-Ungarn. Ja. Genau. Also Österreich-Ungarn waren ja ein Vielvölkerstaat. Ne? Ja, ja. So. Und wann wurde Polen aufgeteilt? Durch doch schon viel früher, ne? Ja. Vor dem. Wann das weiß ich nicht mehr. Aber warum? Wurde Polen nicht wiederhergestellt durch den Wiener Kongress 1815 oder nicht? Weil der Friedrich II. Und der Nachfolger, die haben ja auch Kriege geführt, ne? Ja. Einmal den Siebenjährigen Krieg. Ja. Das war doch um 1856, kann das sein? Mhm. Da ging es um Schlesien, glaube ich, ne? Ach so. Jetzt war Schlesischer Krieg. Ach, das sind die Schlachten. Ja, das sind ja 1657. Der Siebenjährige Krieg gehört noch dazu. Genau, 1756 war der Siebenjährige Krieg. Ja. Und da ging es, glaube ich, um Schlesien und sowas. Ja, ne? Ja. Und weil die Friedrich II. Hatte doch Angst. Geht ja alles um Schlesien, guck mal. Der erste, ich glaube, Friedrich II. Hatte Angst, dass durch Thronwechsel in Österreich doch die ihm Schlesien streitig machen konnten. So war es, ne? Ja. Und dann? Ich glaube, das war eben eine erste polnische Teilung und eine zweite polnische Teilung. Ja, also mit Polen war schon immer zwischen Russland und Preußen. Ja, ja. Und hier, wenn ich jetzt hier die Zeitliste gucke, 1815, hier ist, da gibt es aber auch kein Polen. Gibt es nirgendwo. War mal hier, so groß war Preußen mal zum Anfang. Und immer größer geworden. Ja. Und Preußen hatte doch auch einen Teil vom heutigen in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ne? Oder Niedersachsen, ja, oder was das war. Damals gab es ja noch, hieß noch Brandenburg. Hier hieß es Preußen. Mhm. Preußen unter Friedrich den Großen. Brandenburg unter dem großen Kurfürsten. Aber da war das schon hier, die Ostpreußen. Du siehst hier, schon, ja. Hier ist Polen. Da hier gab's Polen, ist Polen. Ja. Und die hatten auch einen Zugang zum Meer. Preußen, hier ist auch Polen. Ja, das war unter, hier steht unter Friedrich Wilhelm und unter Friedrich dem Großen gab es Polen schon hier unten, aber die hatten keinen Zugang zum Meer. Genau. So, und hier ist unter Friedrich Wilhelm dem Zweiten. So, das war jetzt aber später schon. Ich kann das nicht lesen. Ja, ohne Brille ist schlecht, ja. Da kann ich auch nicht lesen ohne Brille. 1891 oder was weiß ich nicht. Ja. Gut, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo hochkommen, ne? Ja. Weißt du, wie man hochkommt? Oder jetzt da wieder raus? Wir können ja mal fragen. Entschuldigung, wo kommt man hoch zur Plattform? Ganz oben. Ach, die Kuppel. Ja. Und dann wieder hoch, zurück, da wo sie herkommen. Also da lang. Ja, okay. Also hier ist Ausgang und Keller. Ach, also ich muss. Mal die Treppe nach oben. Alles klar, dann gucken wir nochmal. Dankeschön, ja? Also gut, dann müssen wir nochmal zurück. Aber war Hofgang für den Hofstaat, für Diplomaten, Mitglieder des Bundesrats, Reichstags, Herren und des Landtags und für höhere Beamte, also wir. So, das ist ja schön, dass wir es jetzt hochgeschafft haben. Moment hier stehen. Ja, wenigstens einen schönen Ausblick. Ja, haben die das Palasthotel eigentlich damals komplett abgerissen? Das ist doch alles ganz neu, ne? Kann das sein? Das weiß ich nicht mehr. Oder war das denn nur teilweise? Oder umgebaut und neuen Namen oder was? Wobei das natürlich auch Quatsch war, weil das Palasthotel war doch eigentlich in Ordnung, ne? Was ist das da drüben? Was ist das für eine Kirche? Das ist ja schon Prenzlauer Berg oder was es ist, ne? Natürlich, bin ich der Meinung. Ja. Das kannte ja ein Stadion, der Exa. Was meinst du? Kantian-Stadion, Fußballstadion, wo die Kirche da ist. Und ja, die, okay. Und die, ach da, die ja. Was, war das nicht Stadion der Weltjugend oder nee, sowas? Nee, das haben sie abgerissen. Okay. Das ist, wie soll ich sagen, wo der Mirke immer, die, jetzt haben die gespielt hier, die,
Der Stasi-Verein. Nicht Union, sondern... Der FCK. Union war ja der andere. Naja, der war ja im Süden von Berlin. Ja. Aber wenn du das jetzt gucken kannst, ich meine, wenn ich das gucken kann, kannst du das doch gucken. Links von dem Flutlichtmast. Ja. Die Berge da hinten. Ja. Zwei Hügel. Mhm. Das ist jetzt der höchste Berg von Berlin. Das sind die Arkenberge. Wo wir da in Reinickendorf waren, auf der Schüttkippe da, weißt du? Ich weiß, ja. Ja, meinst du aber der da links, dicht der da geradezu, der hohe, oder? Ja, ja. Oder der hohe als Arkenberge? Ja. Okay. Alle ja. Ja, die der beiden, ja. Hm? Und der andere ist ein bisschen da waren wir zweimal mit Fahrrad sind wir hingefahren. Ja. Ne? Wo die am Wildgehege vorbei, hinten am Botanischen Garten. Genau. Wobei ich das immer schön finde am Botanischen Garten. Das war immer eine schöne Tour. Wo ist eigentlich das Zeughaus? Auf der anderen Seite, ne? Ist nicht sichtbar jetzt. Ja. Hinten. Ich war da ein Stück weiter rum. Okay, alles klar. Das habe ich dir doch gesagt, das ist das Deutsche Historische Museum, wo ach, die... das ist das Zeughaus. Das war das ehemalige Zeughaus. Alles klar. Wo sie den Innenhof überdacht haben. Ja, genau, das ist das Zeughaus, genau. Da wurden doch früher Iveri gelagert, ne? Ja, ja, ja. Und sowas, also Munition. Zu Ostzeiten hieß das Museum für deutsche Geschichte. Ah, okay. Und dann, der Kohl wollte, dass in Berlin ein historisches Museum gebaut wurde. War das Kohls Idee? Ja, und dann kam das ja mit der Wiedervereinigung und dann haben sie das genommen. Aha. Warum ist denn eigentlich die Straßenbahn runtergelegt worden? Wollte das irgendjemand nicht, Friedrich Wilhelm II. Oder sowas? Stimmt. Dass sie die Straße nicht... Hat, die Unterlindenstraße okay. Überquert. Mhm. Aber da existiert wohl noch der Tunnel. Aber der Tunnel? Ja. Das muss vorbereitet. Gut, excuse me. Yes? Could you be so kind to make a picture both of us? Ah ja, yeah, no problem. Would you like to see the TV tunnel and parking hotel? That's okay. Yeah. No problem. No, it will be a screen. And try to keep it like this. Yeah. No, screen. Here. You can see it's here. Ah, oh, I'm so sorry. Okay. Thank you. Smile. Yeah. Okay. Ah, it's better. Okay. Later on, thank you so much. If it's like this, later too much job on Photoshop. Okay. To try to catch everything. Thank you. Ja, hier sieht man ja die komplette Museumsinsel. Da ist ja noch eine. Das ist ja ein Seitenturm, ne? Die, ja, der kleine ja, Kuppel, ja, ne? Ja, okay, was ist das dahinter? Das ist die Humboldt-Universität, kann das sein? Ja. Und dann Staatsoper ist. Staatsoper ist da, das Rosane. Ja, das Neue. Ja, die haben ja die Kuppel angehoben um 5 Meter, ne? Wegen dem Hall, wegen dem Nachhall. Oder gehen wir ja nachher noch dran vorbei, ja. Im Westen hat es ja nicht so historische Gebäude wie hier, ne? In West-Berlin. Oder im ehemaligen West-Berlin. Spielt sich doch eigentlich mehr hier ab. Ja, das ist das historische Zentrum. Bis zum. Außer das ist das Charlottenburg da. Ja, das Schloss, ne? Ja. Guck mal, da hinten ist ja der Teufelsberg. Siehst du mit ja, sehe ich, ja. Da noch die Reste von dem Abhöranlage von ja. Den Amis. Ja, das ist richtig. Und da sieht man Sony Center. Ja, Potsdamer Platz. Sony Center, Potsdamer Platz da hinten. Ne? Ja. Wobei das ist keine, also für mich. Ach, den Funkturm sehe ich auch, guck mal. Funkturm sehe ich auch, ja, da hinten, ja. Ja. Wobei der Potsdamer Platz ist für mich keine schöne Ecke. Also kann dir nichts Tolles dran finden, finde ich, ja. Und ganz ehrlich sagen, da sind doch die. Zieht mich jetzt auch nichts hin. Würde ich dann eher in die Friedrichstraße gehen oder sowas, ne? Gendarmenmarkt ist ja da, ja? Da ist doch ein Dom ist der deutsche und einer der französische, ne? So, und der französische ist, glaube ich, der nördliche, der kann das sein, der rechte, ja? Und der wurde doch gebaut für die Hugenotten damals, ne? Für die Einwanderer. Und sind die Hugenotten nicht die Andersgläubigen gewesen oder die Protestanten, die denn flüchten mussten aus Frankreich? Aus Frankreich? Die wurden vertrieben. Wurden vertrieben und Friedrich der II. Der große Kurfürst. Also schon eher. Okay. Ja, ja. Und denn der französische Dom wurde aber erst unter Friedrich ja. Den Großen gebaut, ne? Das weiß ich.
soweit ich das sagen kann. Oder noch später. Okay. Eigentlich, also um, aber Friedrich II. Hatte denen doch auch Religionsfreiheit zugesichert, ne? Ja. Aus dem Namen der Hugenotten, da ist doch noch abgeleitet auch so der de Maizière, der erste Präsident hier nach der Wende, ja. Der war doch auch ein Nachkomme, da stehen noch französische Namen übrig, ne? Ein französisch Buchholz hier, was bei uns in der Nähe ist, da Buchholz, da haben die auch gesiedelt. Da haben sie Land gekriegt und haben gesiedelt, deshalb heißt es ja französisch Buchholz. Okay. Gut, gehen wir weiter, oder? Ja. Guck, da waren wir vorhin drinnen, da oben ist Kaffee. Ja, genau. Und Schloss, aber eine reine Baustelle hier, ne? Und dann Linden. Ja, ja. Hier fährt U-Bahn. Ach so, wo soll die überhaupt lang gehen, ja? Die U-Bahn, soll die geht da durch, da unter dem Fluss, ne? Ja, ja. Und dann kommt die doch die hier unter den Linden, so ja, geht ja, die lang, ne? Bis zum Brandenburger Tor. Ja. Ja, die wollen das verbinden mit diesem Teilstück da, ne, zum Hauptbahnhof, ja. U55, das war der Sinn der Sache, glaube ich. Aber U-Bahn-Bau kostet halt auch Millionen, ne? So, und jetzt weiß ich gar nicht, ob dich, diese hinter der, das ist die französische Straße, wo die, die Bauakademie ist, weißt ja, du? Ja, dahinter. Ja. Und da ist doch so ein Neubau jetzt. Siehst ja, du den sehe Neubau? Ich. Ja, sehe ich. Und dahinter, hinter dem Neubau, weiter nach links. Ja, sehe ich das auch. Das ist das ehemalige ZKDSED. Sehe ich auch an den Fenstern, sieht an man den das Fenstern. Schon. Ja. Das gehört alles jetzt aber alles Außenministerium. Das war ganz vorher war das die Deutsche Reichsbank. Okay. Ja. Nicht Bahn, sondern Bank. Bank ja. Und dann war ja da ZKDSED drin. Und das haben sie dann. Ja, nach der Wende ist ja ein Außenministerium geworden, nach der Wiedervereinigung. Mhm. Und das hier vorne, das haben sie da vorgesetzt, die Neubau. Ja. Also, das ist ja schon ein riesengroßes Gebäude. Und das hat scheinbar nicht gereicht, der Behörde halt. Gut, also gehen wir runter, oder? Ja. Oder gucken wir, was da passiert jetzt. Also die ganze Straße hier, habe ich gelesen, wurde unter dem Friedrich II. Angefangen, ja? Und unter dem und die Museumsinsel wurde unter Friedrich Wilhelm II. Denn vorangetrieben mit dem alten Museum zum Anfang, ja, und so ging's. Und unter Friedrich II. Wurden auch die Hausnummern geändert. Denn hast du davon gehört? Früher hatte man doch diese, also man hatte das früher so gemacht, dass man einmal rumgegangen ist. Und unter Friedrich II. Hatte man also zum Anfang hieß es ja Hufeisennummerierung. Also praktisch die Straße auf und dann wieder zurück. So, und dann später hatte man doch, dann wurden doch die Straßen erweitert und gerade auch unter den Linden, ja. Und dann hatte man dieses im Zickzack gemacht. Und so ist es doch bis heute erhalten geblieben, dass man dann praktisch, du hast auf einer Straßenseite nur die Ungeraden und auf der anderen die Geraden. Ja. Und das wurde auch unter Friedrich II. Erst geändert, ja. Gehen wir jetzt mal, wenn wir fertig sind, einfach mal zum Bauakademie, ne? Ja. Wo wir vorhatten. Machen wir so. Also bei den Straßenkünstlern ist es ja auch so, gibt ja gute und nicht so gute. Naja, aber ich glaube, der packt zusammen. Ist vielleicht noch besser so. Naja. Mit dem Besuch auf dem Berliner Dom endet hier der erste Teil. Der Weg über die Bauakademie, dem Gendarmenmarkt, unter den Linden, das ist dann schon der zweite Teil.